Hallo, ich bin Carsten den Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, ich bin heute mal wieder auf einer Testtour für die ZV1. Der Carlos hat mir da nochmal ein paar Tipps gegeben zur Einstellung. Ja, und die will ich jetzt heute mal ausprobieren. Ich habe mir keine besondere Tour rausgesucht. Bin zu Hause losgefahren. Grobes Ziel habe ich schon. Ich will einmal gucken, ob die Klapperstörche schon beim Nestbau sind und einmal bei den Wasserbüffeln vorbei. Habe aber gerade schon unterwegs die Tour, die ich im Kopf hatte, habe ich gerade auch schon wieder über den Haufen geworfen und habe mir gedacht, ich fahre einmal hier über einen meiner Lieblingspunkte. Hier fahre ich einfach unwahrscheinlich gerne mit dem Fahrrad her. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns unterwegs. Ja, ich bin gerade unterwegs auf dem Weg zum Tannenberg. Insofern wir bei uns in der Gegend von Bergen sprechen können. Ja, da hinten bin ich auch gleich schon oben. Und da sehen wir uns wieder. Ja, herzlich willkommen in der Anna-Kapelle. Diese Kapelle hier oben auf dem Tannenberg soll wohl sogar älter sein als die Annenkapelle auf dem Annaberg. Soll wohl sehr alt sein. Also die St. Annenkapelle hier soll weit vor dem 17. Jahrhundert entstanden sein. Wie weit vorher ist aber nicht wirklich überliefert, aber man sieht schon, aus alten Feldsteinen gemauert, also die ist schon wirklich alt. Ja, die St. Anna-Kapelle und der Tannenberg lagen nicht wirklich auf dem Weg, aber den kleinen Umweg, den habe ich mir heute mal gegönnt. Ja, insgesamt scheint es heute wieder recht schönes Wetter zu geben, aber im Moment haben wir immer noch so knapp 0 Grad, knapp drüber vielleicht, also immer noch recht frisch. Ja, nach dem Besuch auf dem Tannenberg bin ich jetzt noch ein kleines Stück durch den Wald in der Hohen Mark gefahren. Jetzt geht es dann wieder zurück Richtung Lippramsdorf. Und dann geht es weiter auf der Römer-Lippe-Route. Ja, jetzt geht es hier nach Lippramsdorf rein, bevor es dann gleich da vorne irgendwo links geht, Richtung Römer-Lippe-Route und dann auf den Lippedeich. Ja, ich könnte jetzt auch hier geradeaus an der Straße weiterfahren.
aber ich biege hier lieber links ab und fahre durch die Lippeauen. Ist schöner. Fahre ich zwar nachher auf dem Rückweg sehr wahrscheinlich auch wieder lang, aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Also ich wusste ja, dass hier am Lippedeich gearbeitet wird, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieses Stück hier schon längst fertig ist. Aber nee, fette Baustelle. Aber irgendwie kann man hier scheinbar dran vorbeifahren. Ich hoffe mal. Ja, jetzt sind wir hier auf der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Haltern am See und Wesel. Aber die ist schon sehr, sehr lange weg. Zwischenzeitlich gab es aber auch mal Diskussionen, ob man die nicht wiederbeleben soll. Naja, allerdings ist die Radtrasse auch nicht durchgehend. Da vorne ist nämlich schon Ende, kurz hinter der Brücke. Die Römer-Lippe-Route habe ich jetzt wieder verlassen und fahre jetzt hier quer über die Felder Richtung Herwest, Richtung Herwesterbruch. Vorbei an schönen Bauernhöfen, zum Teil auch richtig alten. Aber da vorne gibt es täglich frische Eier. Ja, da habe ich mich doch gerade tatsächlich ein bisschen verfahren. Das ist ja nicht weiter schlimm. Ich habe es ja gemerkt. Ja, wenn ihr den Track dann nachfahren wollt und den bei Komoot runterladet, dann werdet ihr euch bestimmt auch wundern. Wo will er denn jetzt hin? So, jetzt gibt es erstmal einen heißen Tee. Ja, im Moment sind die Wasserbüffel, so wie es ausschaut, hier beim Storchennest. Normalerweise sind die mal hinten auf der anderen Wiese. Und da waren sie vorhin nicht. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich hätte mich so wahnsinnig verfahren, aber nee, die sind diesmal umgezogen. Und der Storch sitzt auch schon auf seinem Nest. So, Päuschen ist vorbei. Bin jetzt gerade vor 5 Minuten oder so wieder losgefahren im Herwesterbruch und jetzt komme ich dann ins Dorf Herwest, Entschuldigung. Da geht es dann durch und kurz hinter dem Dorf
links ab, vorbei an Kanal und Lippe. So, hinter dem Dorf Herwest bin ich links abgebogen, zwischen Kanal und Lippe. Bin jetzt also wieder auf der Römer-Lippe-Route und der folge ich dann jetzt, bis ich wieder zu Hause bin gleich. Oder kurz vorher. Ja, ganz schön zapfig heute. Also der Wind schon noch richtig eisig. Jetzt bin ich hier wieder auf der Bahntrasse bzw. gleich in den Lippeauen. Aber diesmal war ich nicht durch die Baustelle durch. Diesmal fahre ich die Umleitung. Ich wäre auch vorhin die Umleitung gefahren, wenn man das so direkt erkannt hätte, weil es ist echt schlecht ausgeschildert gewesen. Es sah wirklich so aus, als könnte man da durchfahren, aber war wohl doch nicht so. Die Baustelle habe ich jetzt umfahren und jetzt umfahre ich gerade Lippramsdorf. Wir sind wieder auf der Römer-Lippe-Route zurück, auf der ehemaligen Bahntrasse. Geht jetzt hier bis Schacht 8, also bis zur Schlanken Auguste, und dann geht es wieder über den Kanal nach Hause. Ja, ich bin fast schon wieder zu Hause. Circa 42 Kilometer wird diese Runde sein. Hab ordentlich eingekauft unterwegs. Einmal frischen Honig und einmal Mettwürstchen gab es unterwegs. Musste ich mitnehmen. Ja, ich bin mal auf die Aufnahmen gespannt und ob das alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorstelle. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.